Wir fragen mal im Nahen Osten nach in Kairo bei Volker Stenk. Wie ist denn die aktuelle Lage in Irak? Konnte die irakische Armee denn nun Al-Qaida-Truppen aus Falludscha vertreiben und insgesamt im Westen Iraks für Ruhe sorgen? Das weiß man nicht so ganz genau. Genau weiß man, dass die irakische Armee im Moment nach Falludscha noch nicht einmarschiert ist. Aber die Lage ist, gelinde gesagt, unübersichtlich. Journalisten sind in Falludscha schon seit langer Zeit nicht mehr zugelassen. Das ist eine der großen Unruheregionen im Irak, in die wir, auch wenn wir in den Irak reisen, selbst gar nicht gehen dürfen, gar nicht reisen dürfen. Wir können uns also kein eigenes Bild von vor Ort dort machen. Insofern sind wir auf Berichte angewiesen von Aktivisten vor Ort. Ramadi, die Provinzhauptstadt in der Unruheprovinz Anbar, die befreit worden sein soll am Wochenende, darauf zielte ja der Bericht der Kollegin. Dort gibt es wohl immer noch Widerstand einzelner Al-Qaida-Kämpfer in der Stadt. Aber dort hat sich eine Koalition gewissermaßen gebildet aus irakischer Armee und aus sunnitischen Stammesführern, die gemeinsam gegen Al-Qaida dort kämpfen. In Falludscha soll dies nun auch passieren. Die irakische Armee, wie gesagt, hat am Stadtrand von Falludscha Position bezogen und der irakische Premierminister Nouri al-Maliki hat gesagt, die Stadt solle jetzt selbst ihre Al-Qaida-Kämpfer rauswerfen, sozusagen. Dazu muss man wissen, in dieser Unruheprovinz gibt es sunnitische Stämme mit Stammesführern. Die sind durchaus nicht freundlich gesinnt der Regierung in Bagdad gegenüber. Und einige dieser Stämme machen auch gemeinsame Sache mit Al-Qaida. Andere Stämme machen dies aber eben nun gerade nicht. Und das macht die Sache so unübersichtlich. Im Moment geht es darum, wie werden die Verhandlungen dieser Stämme untereinander wohl ausgehen. Entschließen sich die Stämme gemeinsam, Al-Qaida aus der Stadt zu werfen, zu bekämpfen, gemeinsame Sache zu machen, letztlich mit der irakischen Armee, oder tun sie das nicht? Im schlimmsten Fall werden sie sich weigern, es zu tun, dann wird die irakische Armee wohl einmarschieren müssen. Sie werden dann wahrscheinlich die Al-Qaida-Kämpfer vertreiben, aber die sunnitische Bevölkerung in Falludscha vollends gegen sich aufbringen. Das wird keinen Frieden bringen im Irak. Die Lage ist schwierig, fast hoffnungslos. Volker Stenk, herzlichen Dank für die Einschätzung aus Kairo.